Herzlich willkommen zur dritten Runde der Steirischen Landesliga mit dem Aufsteigerduell SV Lebring gegen USV St. Anna am Eigen. Die Teams von Christian Zach und Johannes Böltl wollen natürlich auch eine Liga höher eine gute Rolle spielen. Bei Dauerregen und vor gut 400 Zusehern wird die Partie vom Wunderteam Komornik, Birnstingl und Magister Korn geleitet. Die Heimelf findet schnell ins Spiel und klopft gleich mal beim Keeper der Gäste an. Der zeigt sich mehrmals auf dem Posten, ehe Otter nach unnötigem Gelb-Rot den Lebringer Spielfluss hemmt. St. Anna, angetrieben von den Bollwerk Bulls und den zahlreichen mitgereisten Fans, wird in Überzahl stärker und kommt gleichfalls zu tollen Möglichkeiten. Wobei Marco Guia die bis dahin größte Möglichkeit vergibt. Xellmann kann retten. Die letzten Minuten vor der Pause haben es in sich. Weiter Ausschuss. Stangelpass auf Gilhofer. Im vollen Lauf trifft er den Ball nicht richtig. Dann sind es die Oststeirer, bei denen der Ball nach einem schönen Alleingang im Außennetz landet. Und zu guter Letzt jagt Thomas List das Leder aus kurzer Distanz über die Latte. Ein gerechtes X zur Pause einer sehr guten Partie. Bald nach Seitenwechsel kommt St. Anna zu einem Freistoß. Von der rechten Seite per Kopf verlängert, Ortauf fälscht ab, 0:1. Überraschend die Führung aus einem Standard. Die Frage, ob die Hand im Spiel war, bleibt offen. Der Rückstand ist für Fries und Co. das Signal für eine gut 20-minütige Offensive. Aber bei den besten Möglichkeiten fehlt wie hier Meier die Coolness. Oder wie in der nächsten Szene nach guter Ballabnahme von Flieser und dem Schuss aus der Drehung das nötige Glück. Die Offensive der Gastgeber öffnet Räume für Konter, die St. Anna gut nützt. Abschlag in der Nachspielzeit. Cyril Guia wird halbherzig attackiert. Guia knallt die Kugel unter die Latte. 0:2, obwohl Lebring bis zum Schluss den Ausgleich erzwingen wollte. Endstand Lebring 0, St. Anna 2. Wir haben die Stimmen zum Spiel. Ja, ich muss sagen, das war heute eine hochklassige Partie, also vor allem erste Halbzeit. Und bis wir es 1-0 gemacht haben, dann ist natürlich Lebring ein bisschen aufgekommen, die haben nichts mehr zum Verlieren gehabt. Und
Ja, sie haben alles nach vorne geworfen und Gott sei Dank haben wir dann noch das 2-0 geschossen, zwar relativ spät, aber wir haben trotzdem relativ wenig zulassen, muss ich sagen. Das Wort bitter passt natürlich sehr, sehr gut. Natürlich sehr bitter ist das Ganze. Wir sind die ersten 20 Minuten nicht so schlecht ins Spiel gekommen, haben dann durch eine kleine Dummheit unnötige gelb-rote Karte bekommen. Dann sind wir etwas zurückgefallen. St. Anna ist dann natürlich etwas besser ins Spiel gekommen, haben dann auch zwei Chancen gehabt. Halbzeitstand war aber meiner Meinung nach verdientermaßen 0-0. Haben dann nach der Halbzeit durch eine Standardsituation seitlicher Freistoß leider Gottes das 0-1 bekommen. Aber das war dann ein bisschen so das Tor für uns zum Untermachen. Wir haben nachher dann, glaube ich, sehr, sehr gut gekämpft, sehr, sehr gut gespielt, sehr, sehr gut nach vorne gespielt. Haben auch zwei, drei gute Chancen gehabt. Leider Gottes hat das Netz nicht auf der richtigen Seite gewackelt. Aber ich kann meiner Mannschaft natürlich nichts vorwerfen. Wir haben 90 Minuten alles gegeben. Wir sind, das hat man auch gesehen, wir sind körperlich topfit. Aber es fehlt momentan einfach die Durchschlagskraft in der Offensive. Das hat man, glaube ich, eindeutig gesehen. Aber es hilft nichts. Wir werden da beinhart weiterarbeiten. Der Start ist natürlich nicht so geglückt, wie wir uns das gewünscht haben oder gehofft haben. Aber es hilft nichts. Das ist eine andere Liga, das ist ein anderes Niveau, das sind andere Spieler. Wir müssen beinhart weiterarbeiten und dann wird der Erfolg von alleine kommen. Brennpunkt Landesliga macht nun eine dreiwöchige Pause und meldet sich dann wieder mit spannenden Partien.